Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Burgenworth ist ein alter Ort der Lehre. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Burgenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Burgenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Burgenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Ich habe aber coole rote Augen mit dem coolen roten Dingens. Aber jetzt weiß ich gerade mal wirklich nicht weiter. So, ihn habe ich jetzt glücklich gemacht. Dann jigger ich jetzt mal hier runter. Alles durchsucht, guckt, getan, gemacht. Hier geht's runter. Da war ich auch schon. Apropos, kann ich hier vielleicht noch irgendwas aufheben? Nein. Oh, meine Güte. Also eins muss ich sagen, schnell weiter wissen tut man ja auch nicht. Vielleicht muss ich wirklich nochmal ins alte Land zurück und da nochmal irgendwie gucken. Ob man vielleicht doch an der großen Brücke, wo das Klerikerbiest war, weiter konnte oder so. Ah, der Wolf ist wieder da. Bevor mich das Viech jetzt nochmal auseinandergenommen hat, habe ich lieber nochmal die ganzen Kugeln verschossen. Aber hier unten war ja auch nichts. Oder täusche ich mich da? Hier war ja das eine Item, hier kann ich auch nicht weiter. Hier war ja verschlossen, oder nicht, wenn ich mich nicht täusche? Hä? Spinn ich? Ich schwöre, letztes Mal war das noch nicht da, oder? Also, beziehungsweise war verschlossen. Oder spinne ich? Na egal, ich hab's ja gefunden jetzt. Ist jetzt egal. Aber ich habe jetzt 7000 Seelen, ich gehe lieber mal zurück. Und skille. So.
Wo ist schon wieder die Perle zum Skillen? Wollen die mich verarschen? Jetzt habe ich 7300 Seelen und ich darf nicht skillen oder was? Das kotzt doch an. Ich verbessere meine Waffe. Jetzt habe ich meine Waffe mal auf plus 3 gemacht. Wieso auch nicht? Reparieren brauche ich nichts. Ich kann sie sogar nochmal verbessern. Mache ich jetzt auch. Achso, ich kann das auch wieder rausnehmen, oder was? Oh ja, dann nehme ich das auf jeden Fall. Ich kann die wieder einfach abnehmen. Dann klatsche ich die beide drauf. Was soll das hier? Trotzdem würde ich sehr gerne skillen. Wo ist die? Wenn man die braucht. Ah, ich habe eine Idee. Ich spawn mal einfach wieder irgendwo und komme nochmal zurück. Ich glaube, das schneide ich auch eben draus. Also nicht wundern, wenn ich direkt wieder hier auftauche. Guck mal, jetzt ist sie da. Was ist los? Willkommen da. Was für... Nun gut. Wie lasst mich... Was machen wir denn? Vitalität? War Blutfärbung? Oder Arkan? Ich mach mal Arkan. Einfach nur, weil ich nicht weiß, was es macht. Ah, R3 Hilfe. Attribut, das Kraft von Arkan-Angriff bestimmt. Legt fest, ob du bestimmte Ausrüstung verwenden kannst. Dann nehme ich's mal lieber. Leg wohl, guter Jäger. Und kaufen wir noch ein bisschen was ein hier mit für 1200. Halt. So, dann geht's mal weiter, ne? Ich will nicht direkt runterjumpen, weil ich nicht weiß, wie ich wieder hochkomme, auch wenn ich das Item da unten sehe. Gucke ich mich lieber erstmal hier oben. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ihr da, Jäger! Habt ihr die Warnung nicht gesehen? Kehrt sofort um! Altjana, niedergebrannt und von Menschen verlassen, ist jetzt die Heimat der Bestien. Sie sind keine Gefahr für die Dauer. Oder der Jäger wird gejagt. Ganz viele Blutfiguren bekommen. Scheiße, hätte ich nicht aufsammeln sollen. Was ist das denn für ein Viech? Die sind neu. Es hieß ja immer, manche Bestien haben Angst vor Feuer. Ich guck mal, ob die Angst vor Feuer haben. Anscheinend haben die Angst vor Feuer, aber... Doch! Die haben schon Angst vor Feuer. Chili! Ich dachte mir schon, wenn das schon irgendwo auf so einem Zettelchen steht, dass manche Bestien Angst vor Feuern haben, dann kann das ja nicht umsonst sein. Da muss man ja manchmal irgendwas wirken. Und dann dachte ich mir, wenn die jetzt schon sagen, ist bestimmt das die nächste Monsterart anfällig für Feuer. Was ist denn da hinten?
Jetzt haben wir auch nicht so viel reingepfeffert hier. Kaltbluter, woo! Klopfen kann ich hier schon mal nicht. Oh! Ich hab hingeguckt und denk mir schon, was gafft der mich da so an? Voll erschrocken. Was ist denn hier hinten? Ah, ist ein Item versteckt. Blutsteinscherbe, 2 Stück. Juhu! Aber ich habe noch keine neue Waffe gefunden, merkwürdigerweise. Das irritiert mich. Man müsste doch mal langsam eine neue Waffe kriegen. So, von hierher kam ich, ja? Von wo denn genau ist nochmal? Wo ist die Brücke? Oh. Die Brücke ist hier rechts. Von da kam ich. Da bin ich gerade reingegangen, dann geht's hier runter. Okay. Warum zuckt er denn jetzt noch zusammen? Jetzt hatte ich aber gar kein Feuer. Oder ist das verbuggt, sodass ich, auch wenn ich das Feuer nur ausgerüstet habe, dass sie Angst haben? Oder haben die einfach so Angst vor mir? Ich muss aber auch sagen, ich bin Captain Black, ein bisschen furchteinflößend muss ich ja wohl sein. Sonst hätten die ja nicht grundlos Angst vor mir, ne? Was gibt's denn hier Schönes? Da geht's runter. Darum muss ich euch aufhalten. Wow! Ist ja ganz schön feuerwütig, der kranke Spasti. Nein, nein, nein! Nein! Wer denn kann denn glauben, dass er so ein Spasti ist mit einem Maschinengewehr, mich erstmal wegpfeffert, Alter? Wo sind wir denn hier? Kommt mir nicht so vor, als würde es in dieser Zeit Maschinengewehre geben. Ey, der ist von mir weggelaufen. Kommt so. Wie eine Spinne! So blub 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 blub. Oh, eine Blutsteinscherbe. Eine Spinne ist ja davon gedackelt, aber wo soll ich jetzt lang? Hä? Spinne ich? Es geht gar nicht mehr weiter. Ah doch, hier runter. Und dann da weiter runter. Und dann hier weiter runter. Da hinten ist auf jeden Fall ein Maschinengewehr, Mega Girl. Also gehe ich mal hier lang. Ich bin mega Fan von dieser, von diesem Mega-Klinger, Alter. Jägerfackel hatte ich auch schon. So. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Da nicht, da nicht. Hm. Crazy fuck. Geht's hier? Ah, hier geht's runter. Okay. Viele Monster kamen jetzt aber noch nicht. Öffnet sie nicht von dieser Seite, ist gut zu wissen. Ich bin noch nicht oft gestorben, glaube ich, diese Okay, jetzt gerade von Maschinen. Supergirl bin ich zuletzt gestorben. Was weiß ich, wie ich das Scheißviech nennen soll. Kaltbluttau ist nett.
bin einfach wieder oben, oder nicht? Ja, wo ich runtergejumpt bin, da bin ich einfach wieder oben. Dann muss ich wirklich zu diesem Super Mega Girl. Aber das mache ich, glaube ich, nicht mehr heute. Da weiter, wo dieser Muschi Super Maschinengewehr Opa war. Da konnte man ja rechts runterjumpen. Ich denke mal, da muss ich dann auch hin. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Vor allem, die finde ich auch recht schnieke gemacht. Die erinnern mich irgendwie an Werwölfe, nur ein bisschen kleiner. Vielleicht waren das ja Zwerge, die zu Werwölfen wurden. Der Dwarf-Werwolf. Die alle Angst vor mir. Ich habe gerade gar keine Fackel, aber vielleicht bringt es ja wirklich einfach, wenn ich die Fackel auch nicht ausgerüstet habe, dass sie trotzdem Angst haben. Ich brauche jetzt gar nicht mehr die Ecken abzusuchen, da war ich schon überall. Ich jump mal jetzt einfach hier rechts runter. Hier war ich nämlich noch nicht. Blutsteinscherbe, juhu! Oben fängt dann der alte Opa an rumzuballern. Wow. Die Augen von dem haben geleuchtet. Als ich ihn getötet habe, habe ich meine Blutechos wieder erhalten. Anscheinend kann man die Blutechos auch wieder erhalten, indem man den tötet, der einen erledigt hat. Ist natürlich auch sehr schön. Oh, Blut! Ich meine Gegengift. Blut-Echos sind so toll. Ich mag es, die ganzen Sachen kaputt zu machen, das ist voll geil. Ist die Frage, da kann ich auch wieder hoch? Komme ich dann nicht da raus? Da oben war der Maschinengewehr-Opa. Wieder da, wo ich angefangen habe, oder? Ich weiß, ich habe ein bisschen Angst wegen dem Maschinengewehr, der ballert ganz schön viel. Ich gehe jetzt mal weiter hier unten, wo nicht das Maschinengewehr rumballert. Und der ballert trotzdem. Ist noch irgendwo einer? Da hinten. Ja. Ich höre die ganze Zeit Getrabe, weil die auch über mir laufen. Voll ätzend. So. Ja, ganz viel Gegengift, wofür auch immer. Da geht's weiter, okay. Lass mich erstmal nochmal ballern, bevor ich weitergehe. Hier alles muschen. Nochmal Blutsteinscherben, dann kann ich meine Waffe bestimmt demnächst erstmal wieder pimpen. So. So schnell lass ich mich hier nicht töten, Bitches. Noch ein Blut. So ein Stein zum Pimpen auch wieder. Dachtest du, ich erschreck mich? Falsch gedacht. Noch mehr Gegengift. Kann er von hier aus immer noch schießen, der Typ? Ja, kann er. Also leicht machen sie es einem nicht, wenn er immer direkt ballert.
So. Oh, 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 oh. Der macht ein bisschen sehr viel Damage, der Typ. Nein! Noch von hier aus kann er nicht mehr ballern, das ist schon mal gut. Schon mal ein bisschen was an den Weg hinter mir. Klopfen kann ich hier schon mal nicht. Da geht es dann runter, okay. Das ist noch ein Item, das brauche ich. Die ignoriere ich mal jetzt eiskalt. Ich habe schon genug Probleme mit dem schießwütigen Typen. Was war das denn jetzt? Seite, okay. Der sieht auch wie so ein Jäger aus. Ich traue mich nicht ganz da hoch, weil ich Angst habe, dass er von da oben wieder schießt. Ich muss erstmal den Typen da oben, glaube ich, killen. Sonst kann ich das mega knicken. Den anderen zu erledigen. Der läuft. Komm zurück. Was ist los mit dem? Hat er Angst? Ich brauche 5110. Ich will eigentlich ganz gerne mal wieder zurück. Dass hier jetzt noch ein Endgegner kommt, ich sterb an dem und dann. Der ist schon wieder da! Der traut sich ja was. Ich glaube, hier auf dem Dach ist der Typ, der mich mal anschießt. Kommt der zurück, der Spacko? Ne. Gerade nicht. Erstmal die. Guck mal, der ist auch größer als der andere. Meinst du, das interessiert mich? So. Sieht man mal wieder, dass ich auch was erreichen kann. Bitches. Noch mehr Gegengift. Juhu! Ich brauche keine Angst mehr haben. Nicht mehr so viel. Blutfiolen. Da war noch einer. Was ist los mit denen? Sind. Hört das mal auf?
auch wieder so zwei Eulen. Wie viele kommen denn da? Meine Güte. Mal alle umgemoscht. Gut mal Zeit. Die wurden ja ganz schön überheblich. Das waren aber viele Tiere. Und viele Viecher. Kamen die alle von unten? Ich hab Angst, dass da unten jetzt ein Endgegner kommt. Ich habe jetzt so viel geschafft. Ich wette, hier kommt ein Endgegner. Wette ich mit. Ist viel zu viel Platz. Das ist schon mal ein Molotow-Cocktail aus. Bleibt nervös und wachsam. Aber hier ist irgendwas einzusammeln. Ritualblut. Da hinten steht noch einer. Der macht hier die ganze Zeit die Geräusche, dass ich Angst habe. Bleib ruhig da liegen. Alter Sau. Wissen der Verrückten, okay? Puh, da gibt's auch noch was zu holen. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht finde ich ja noch einen Weg. Was ist das hier? Kann ich nichts kaputt machen, okay. Aber langsam verliere ich aber auch die Übersicht, wo ich genau bin und wie ich hier hinkomme und so ein Scheiß. Ich hoffe, das klärt sich. Ich glaube, da muss ich öfter den Weg gehen, um ein bisschen zu checken. Es gab noch einen anderen Weg, wo ich zu diesem Jäger gehen konnte, der auch schießt. Aber ich fand es nicht so schlau, da lang zu gehen. Während hier oben noch so ein Spacko ist, der die ganze Zeit auf mich niederballert. Wo ich nichts gegen machen kann. Reißt euch mal zusammen, meine Güte, die immer ausrasten müssen. Ist ja genug hier. Die Raben gehen mir aber auch auf den Piss, auch wenn die recht einfache Gegner sind. Wenn die einmal mit ihrem super Hau-Raus-Move da machen, dann hat man auch schlechte Karten. Nun denn.